dachte nicht um die Amulett. Ich höre noch eine Borke irgendwo hier rumstehen. Wo ist sie? Schon. Da oben geht's lang, da geht's. Ich glaube, wir gehen das mal. Wo kommst du jetzt her? Das ist so groß, ja? Dies war die falsche Taste. Alter. Das waren wir schon.
Gehen wir nochmal kurz hier rein. Hallo, Borke. Ja, ich glaube, das war mal einmal durch. Oder auch nicht. Wo kommst du jetzt her? Ganz kurz hier gucken, was hier unten so ist. Steckt in einer Illusion der Horadrim fest. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. Mhm. Ganz ruhig. Euch wird hier kein Leid zustoßen. Das sagst du so einfach. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadrim folgt, schafft ihr das nie. Aha. Ihr Weg endet immer in Feuer. Genug gesehen. Öffnet die Tür. Ja. Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadrim straucheln. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Okay. Tristra, die alten Horadrim haben Diablo, den Herrn des Schreckens, unter der Erde eingekerkert. Und dann haben sie diese Stadt in der Nähe gebaut. Ganz bestimmt, Benne. Ihr seht ja, was daraus geworden ganz, ist. Ganz bestimmt. Welches Level hast du jetzt? Ich habe ja gerade schon mal gefragt, welche Level ihr jetzt habt. Mir gefällt die Welt, wie sie war, ohne Welle. Ihre kleine Rebellion führt nur zu Chaos. Ihr habt schon Visionen des Schadens gesehen, den sie anrichten kann. Ja. Ich weiß, man hat euch ihr Blut verabreicht. Fühlt ihr, wie es euch verändert? Vielleicht noch nicht. Aber solange Lilith in eurer Welt wandelt, ist es nur eine Frage der Zeit.
Okay. Und wieder rein da. Wieder in der Illusion des Horadrim. Ja, dann. Nerell, da seid ihr ja. Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Wenn du das sagst. Lass mich mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Bevor ich wieder mit dir auf die Achse gehe. Ist ja letztes Mal nicht so gut ausgegangen. Okay, wir können da lang, wir können da lang. Hallo Faye. Treibt jemand übles Spiel mit uns? Dieser Ort ist eine Ruine. Und jetzt das. Was soll das sein? Ah, fuck. Ich brauche mehr Zeit. Wieder die alte Kamera rein. Ich wollte eigentlich noch den Rest looten. Kann ich dann nochmal zurück? Nein. Scheiße. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da. Oh, Viechers. Ja, okay, alles klar. Oh, ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Ja, gezählt. Endlich. Das horadrische Gewölbe. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Okay. So, jetzt rennt sie vor. Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Ihr haltet uns für Schatzjäger, nicht wahr? Ich stelle keine Vermutungen an. Ich suche nur Antworten. Hört zu. Soweit ich zurückdenken kann, ging meine Mutter mit mir auf die Suche nach horadrischen Artefakten. Es war eine Obsession. Und als sie von diesem Gewölbe hörte und es finden wollte, konnte ich nicht Nein sagen. Konnte ich nicht Nein sagen? Warum nicht? Sie war krank. Sie wollte es von mir verbergen, aber ich wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Solche Unternehmungen, die Suche, machten sie glücklich. Und mich ebenso. Habt ihr nun die Antworten, die ihr wolltet? Ja. So,
So, wir haben oben einen Weg, wir haben hier rechts einen Weg. Aber, hallo Fabi. Das ist sogar noch besser. Hallo. Bei mir dieser alte Kochtopf ist mit Rost überzogen. Mhm. Ja, das wissen wir jetzt schon. Texte über lokale Geschichte. Also. Mhm. Stachelratten! Komm her, du Ratte. Das ist noch eine Ratte. Einfache Verse und Beschwörungen. Achso, da. Ja, gut. Kann ich mir sonst noch was angucken hier? Schön. Das ist. Ich glaube, es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Und hier, das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee. Dann mach mal. Vielleicht solltet ihr einen Schritt zurücktreten. Bin ich. Chess Biff Chat. Tür ist offen. Machen wir weiter. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Donan brachte bei seinem Besuch ein Buch mit. Es handelt sich um ein altes Schrift. Okay. Da geht's weiter. Ja dann. Hey, wartet auf mich. Hättest doch vorlaufen können. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach hier. Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Keine Ahnung. Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ja, mach auf. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür. Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren. Chess Biff Chat. Ja, und ich soll jetzt da rein, ja? Das Arbeitszimmer. Sieht schon mal sehr einladend aus, oder? Dämonen.
aber bist du gut gekriegt. Der Grubenfürst. Okay, hier war nix. Bei Pentagramm. Nein! Oh. Wow! Wow, 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 wow. Ich drücke immer auf. Ich bin noch nicht bereit. Wo bist denn du da hinten? Hör mal, mal auf. Okay, da unten geht es, glaube ich, weiter. Ich würde doch ganz gerne das hier mal looten. Nix darfst du hier anfassen. Oh, hi! Auch schön. Ich vermute, oben geht's weiter. Okay, da ist ein Portal. Gucken wir gleich nochmal. Ja gut, gehen wir doch mal gucken hier, wa? Ihr werdet das
Schutz meiner Herren nicht nehmen! Ich bin noch nicht bereit. Bereit. Ja, ich müsste da eigentlich weg von hier. Meine Bogenfähigkeit. Mehr Zeit. Yoshi, komm her. Das so dumm kann man doch nicht sein. Ich bin noch nicht bereit. Ja.
Resistenz gerade so schön. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht weg von der Eulen. Warum hat ein Dämon dieses Buch beschützt? Ich sollte das Nerell bringen.